Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Ah, da können wir denen gar nichts abziehen mit. Im Sprung wieder ausgewichen, das sieht immer ziemlich cool aus. Zack. Wow, was war das für ein Angriff, ey? Ich wollte der Rundumschlag. Ich wusste gar nicht, dass die sowas können. Zack. Wow, hat der uns noch getroffen, Alter? Wir hatten, waren noch ausgewichen. Oh, wir haben kaum noch Leben. Würde ich mal so behaupten. Das ist ein bisschen schief gegangen gerade. Ja, dann komm mal her. Zack, und schön ausgewichen. So. Dann komm noch einmal her, du Mongo. Alter, jetzt sind wir aber hier ganz schön. Scheiße. Ich dachte, wir könnten dem auch so ausweichen, indem wir einfach nur gehen. Naja, möchtest du fortfahren? Natürlich, was soll ich denn sonst machen? Dann machen wir den Kampf einfach nochmal. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Und da ist Kämpfen nicht ganz so leicht. Naja, egal. So. Der erste wäre schon mal weg. Das ist ziemlich einfach, weil der ja kein so Schild hat. So. Zack. Oh, was war das? Wieso springt die? Oh, wo kommt der denn jetzt her? Ah. So, jetzt hat mal eine Angriffsserie gestartet. Gegen den auch. Ah, ich konnte nicht hochspringen. Irgendwie ist das verwirrend. Man kann ihn nämlich nur angreifen, wenn sie einmal ihre Waffe in den Boden gesteckt haben. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich würde die normalerweise nämlich angreifen, direkt nachdem ich an ihnen vorbeigesprungen bin. Das geht aber gar nicht, weil sie dann immer noch abwehren, was eigentlich total unlogisch ist. Aber naja, macht ja nichts. So, den ersten, den machen wir mal hier mit der Pfeffermühle kaputt. Und zack. Ah, jetzt ist er auch mal wieder ausgewichen. Wow, jetzt wäre ich hier fast runtergeflogen. Ah, wie soll ich dann da ausweichen, bitte? So, jetzt kann ich aber wieder angreifen. Naja, gut. Ah, da kann man so oft gar nicht ausweichen. So, jetzt aber. Und zack. Irgendwie gehen mir diese Typen mit Schild auf den Keks. Aber jetzt hätte ich es auch. So. Das war's mit dem. Jetzt machen wir wieder diese Kisten kaputt. Oh. Und da geht's weiter. Aber ich denke mal eher... Hä? Da war ich doch gar nicht. Ich wollte noch das Zeug da hinten von der Kiste einsammeln. Oh, da war wieder so eine schwarze Male drin. Und zack. So. Und da sind nochmal Kisten. Hier sind ja jede Menge Kisten. Ist wieder eine Male drin. Ne, diesmal nicht gut. Wieso ist die Kampfmusik immer noch an? Die nervt. Die ist nämlich so laut. Ah, da oben ist noch so ein Mongole. Zack, 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 zack. Den können wir gar nicht angreifen. Guck mal. Naja, dann gehen wir weiter. So, ich denke mal, dass hier jetzt auch die nächsten... Ja, direkt die nächsten kommen. Das ist auch so. Wo sind die Typen mit Schild? Im Moment noch keiner. Ah doch, hier ist schon einer. Wieso ist da Nebel auf dem Boden? Naja, egal. Na, komm doch mal her, du Typ mit Schild. Greif an. So. Nein, greif den Typ an. Ja, genau so. Und nochmal, greif nochmal an, mein Freund. Greif doch an. So, und zack, damit wäre der auch erledigt. So. Ah, und da geht wieder ein Tor auf. Was ist das da hinten? Nix gut. Ich dachte, da müsste man sich irgendwie noch draufstellen. Aber muss man nicht. Aha, und da ist die Kampfmusik endlich mal vorbei. Und die Made direkt mit platt machen. So. Wo geht's denn hier lang? Ey, ich will weitergehen. Aha. Ah, da unten ist wieder so eine Blume, in die man sich reinsetzen kann. Und dann kaputt machen kann. So. Und die Kisten nehmen wir auch wieder mit. Na, keine Made da. Oh, müssen wir jetzt da runter? Das ist aber weit. Das ist aber weit. Oder geht's hier irgendwo längs? Nö. Dann müssen wir sehr wahrscheinlich da runter. Ob wir das schaffen? Ah, doch, schaffen wir locker.
Wir hätten auch können da links rein. Komm, versuchen wir mal gerade. Aha. Wow. Noch gerade so funktioniert. Aha, da gibt's eine kleine Erinnerung. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Okay, die Erinnerung war jetzt nicht gerade sehr hilfreich. Glaube ich zumindest mal. Wow, wow, wow. Das war hängen. Fliegt diese scheiß Platte da weg. So, und schön wieder in diesen Dampf. Wow. Nein. War das eng. So, jetzt haben wir es aber. Und sind hier oben. So, jetzt drehen wir wieder an diesem Aha, jetzt geht's. Am Ventil drehen. So, wo geht jetzt hier das Dings auf? Ah, da kommt eins. Okay. Können wir da nicht irgendwie noch hoch? Ne, das geht nicht. Da kommen wir nicht hoch. Aber da können wir hin. Und dann hier auf dieses... Nein! Shit. Wir müssen da drauf, wenn es unten ist. Okay. Ich dachte, das wird klappen. Weil wir relativ weit oben waren. Dann habe ich gedacht, wir können da drauf. Aber das ging dann leider doch nicht. Also fahren wir wieder runter. Und zack. So. Und jetzt können wir von hier aus aber da weiter auf diese Plattform hier. Und erneut weiter zu diesen Zähnen. Und jetzt wären wir auch schon wieder in dem Schloss von Mad Hatter. Dem verrückten Hutmacher. So, machen wir immer die Kisten kaputt. Und diesmal war eine Male dabei. Sehr schön. Direkt getötet. Hier war keine dabei. Wow. Wo kommen diese Glockengeräusche hierher? Was war das? Es laggt. Was liegt denn da unten? Oh, irgendein... Ah! Ein Grundding. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem mal hier auf die andere Seite und schießen von da aus auf unser Schnauzenfreund, der jetzt wieder Pfeffer frisst. Zack, zack, zack. So. Ah. Okay. Wo kommen wir denn da hin? Ah, da geht's noch weiter. Und da müssen wir uns auch noch einmal klein machen. Und wieder durch so einen netten Tunnel hier rennen. Mit kleinen Alice. Und da gibt's eine Spritze. Alice war viel allein. Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Aha. Mit unserer Schwester haben wir so scheinbar nicht so viel gespielt. Die war zu alt. Gott. Was ist das denn? Ach so, das zeigt mir an, ich soll hier reingehen. Das ist ja Quatsch, da war ich ja gerade. Boah, nee. Shit. Wieso ist der nicht auf den... Super, jetzt weiß ich nicht, ob ich da hinten schon war. Dann nehme ich die Erinnerung halt nochmal. Ich denke mal, ich war noch nicht da. Also, dass der nicht da gespeichert hat. Ist das kein Save Point? Na super, doch, war. Naja, dann gehen wir eben wieder zurück. So. Also nochmal mit der kleinen Alice darum. Diesmal haben wir keinen Totenkopf mehr hinten am Kleid. Das ist relativ schade. Der war nämlich cool. Naja, kann man nicht ändern. So. Nein! Ey, du willst mich doch verarschen. Springt die gegen den Posten da. Ich wollte eigentlich in den Nebel rein. Das ging aber irgendwie gar nicht. So, jetzt sind wir hier oben. Und hier gibt es gar keine Kisten, sondern Vasen. Ah doch, Kisten gibt es auch. Und hier war doch bestimmt irgendwo so eine Made drin. Ne, war gar nicht. Da können wir nicht durch diese Tür, also müssen wir hier längs. Oh, wo sind wir denn da? Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal da runter. Wow, was war das? Was sind denn das für Viecher? Augenpott. Ich würde das eher, Spinnenteekasse nennen. Wow, 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 was? Was? Wieso zeigt der mir hier so einen Müll an? Was ist jetzt? Okay. Zack, zack, zack. Und weg. So. Der hält wahrscheinlich auch mehr aus, dieser Augenpott hier. Zack. Aber Ausweichen ist hier relativ einfach. Muss man mal dazu sagen. Komisch ist nur, dass der Blut verliert. Warum war das denn? Wieso ist jetzt die Kamera so komisch gewesen? Naja.
Also schon ein bisschen verwirrend, dass das Ding hier Blut verliert, weil das ist einfach nur eine Teekanne. Und von daher sollte die eigentlich kein Blut verlieren, es sei denn, es ist Blut drin. Dann könnte das natürlich sein. So, jetzt komm, geh endlich kaputt. Scheiß Ding. Wie viel Leben hat das Ding denn? Komm, jetzt stirb. Stirb, stirb, stirb. Alter Walter, das dauert aber ewig hier. Sollte wahrscheinlich so ein kleiner Zwischenendkampf, also Zwischenendkampf ist gut gesagt, Zwischenkampf sein. Boah, jetzt klappt das mit dem Ausweichen nicht mehr. Ah, jetzt ist er aber tot. Oder? Ne, es lebt immer noch, ey, was soll denn der Rotz? Ist ja totaler Schwachsinn, wie viel Leben hat das wieder? Na super. Alter, wie viel Leben hat das Ding? Oder können wir das gar nicht so kaputt machen? Das kann natürlich auch sein. Lektion an der Schultafel, aha. Oh, jetzt müssen wir nur die ganzen Kisten und Dinger hier einsammeln. Zack, so. Haben wir alles mitgenommen? Ja, okay. Gut, jetzt kommt wieder dieses komische Krabbelvieh. Das ist jetzt irgendwie überspringen? Nee. Ah doch, ging. Oh, das war eng. Müssen wir das vielleicht irgendwo hier runterlocken oder so? Nö, eigentlich nicht. Zack. So. Ein erneuter Angriff. Naja, im Prinzip ist das gar nicht so schwer. Man muss einfach im richtigen Augenblick immer ausweichen drücken. Aber das hier einfach unendlich leben hier. Das ist schon so ein bisschen komisch. Zack, und nochmal ausweichen und wieder draufschlagen. Immer wenn der oben ist, weicht man aus. Also drückt man ausweichen. Dann löst sich alles ja auf und dann greift man direkt danach an. Von daher ist das eigentlich nicht so schwer, aber der Typ hat einfach unendlich Leben hier. Das ist so ein bisschen doof. Oh, jetzt habe ich es nicht. Jetzt hat der Angriff irgendwie nicht geklappt, deswegen war ich da aus dem Rhythmus. So. Jetzt geht's aber wieder. Ey, dann stimmt doch irgendwann mal ein Vieh. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe bestimmt jetzt schon tausendmal draufgehauen. Boah. Das war schon wieder so ein Doppelangriff hier. Zack. Boah, und nochmal. So langsam müsste das Vieh wirklich mal K.O. sein. Alter Falter. So eine Teekanne hier. Das kann natürlich auch sein, dass man den so einfach nicht kaputt machen kann.